Wir sind bei einer weiteren Episode vom 69-Tage-Projekt von Trimax und wir sind jetzt Level 9. Wir haben jetzt einen riesen Level 8 gemacht. Wir haben jetzt den Battle Pass logischerweise, das habt ihr ja schon in der letzten Episode gesehen, und haben dort alles eingesammelt und sind jetzt schon auf einem recht hohen Level. Und jetzt geht es darum, möglichst schnell hoch zu grinden, dass wir die erste legendäre Karte im Projekt freischalten. Denn das ist das Ziel, heute noch die erste legendäre Karte freischalten. Wir geben jetzt Gas. Viel Spaß beim Video. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn euch das gefällt. Und jetzt rein in die Highlights. Nee, überhaupt nicht. Ja, du hast die letzten 5 Updates verpennt. Ja, ja, wieso? Das ist ganz los. Wann denn? Letztes oder vorletztes Update reinkommt. Bro, Flobby, du warst mal einer der besten Spieler der Welt. Du bist so arschritzig. Du weißt gar nicht, welches Spiel du gerade spielst. Ja. Man muss dir den Unterschied erklären zwischen Clash of Clans und Clash Royale. Wie kann das passieren? Naja, es ist ein Free-to-Play-Projekt. Ich bin halt normalerweise nicht Free-to-Play unterwegs. Er hat sein Wissen auch auf Free-to-Play gesetzt. Warum ist die Gruppe so ein so hohes Level? Spinnt der? Man schreibt, du musst Sebo helfen, er verzweifelt. Sembo, stimmt das? Nein, alles in Ordnung. Wenn er das sagt, ist er am Verzweifeln. Nein, mir geht's super. Ich muss unten rechts den Riesen hin, Koboldhütte in der Mitte und dann Hände in Hose und abwarten. Oh ja, das ist so falsch, aber so geil. Eine gewöhnliche Max haben oder eine epische, dann bekommen wir dafür 10 Punkte. Wenn wir eine seltene oder eine legendäre Max haben, bekommen wir dafür jeweils 15 Punkte. Und für einen Champion bekommen wir 20 Punkte. Das ist die Abrechnung. Ist alles richtig, aber ich glaube auch nur, dass Rentner Stichtag sagen. Ach, Schnauze! Also ich sage jetzt Giant, einfach, ich will nicht langfristig kein Giant spielen, glaube ich. Wie? Nicht langfristig, du musst doch erstmal hochkommen, du brauchst erstmal einen anderen Tank, dafür musst du hochkommen. Der Giant ist die wichtigste Karte. Die wichtigste. Ja, mir geht gerade darum, welche Karte werde ich als erstes maxen. Das kannst du nicht, doch das nicht jetzt sagen. Nee, 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 du musst schauen, was du ziehst, Alter. Und dann schauen, welche Joker und vor allem Bücher du kriegst. Falsch. Selbst Kingston mit seinem 69-Tage-Plan hat und nicht die Idee, wer die erste Max. Oh, die erste Riesentruhe. Geil. Ist der Bomber geil? Ja, der ist richtig geil. Und Kobold, Bomber, Kobold, das sind die gewöhnlichen Spezies, die wir auf die achten müssen. Ja, was laberst du? Naja, scheiße. Gewöhnliche Spezies, Alter. Ja. Denk drüber nach. Ja, ich denke drüber nach und ich komme zu dem Schluss, dass du Kacke laberst. GG. Wieder gewonnen, das schmeckt. Oh, ich freue mich gleich so auf die epischen, ja. Ja. Aber das finde ich auch geil, Bix, wenn das jetzt länger die dauert. Epischen wird gleich super entscheidend. Richtig geil. Ja. Und danach dann die legendären und danach dann Champion. Das ist die epischen Karten werden wichtig sein. Da wird jemand richtige Scheiße ziehen. So wie heißt diese Mauerbrecher, Bombenträger da? Ja. Nee, das gibt's nicht mehr. Du kannst die ersten epischen sind erstmal Hexe und Pekka und Baby Dragon und Guards und Koboldfoss und Skarmi. Also du kannst nicht Hexe so. Hexe klingt stark. Hexe ist tausendmal besser als Guards, Digga. Ja, okay, stimmt. Die Guards, also wenn du die Guards bekommst, ist ja, ist richtig. Also wenn die Guards zieht, wird ausgelacht, okay? Hm. Wann kriegt man die? 1600 ungefähr. Boah, die Epic wird so wichtig sein. Wobei, wann zieht man denn dann die erste? Wo kriegt man eine Turbixpin? 3 ist wichtig. 3 ist wichtig. Ja, so 3 EP fehlen. Wo man das erste Mal wirklich eine zieht, also von Natur her so. Ist das direkt bei 1,6? Da kann ich dir nicht sagen, habe ich gerade nicht geschaut. Okay. 3 Trophäen. 3 Stars ist immer so wichtig, es gibt so viele Trophäen. Es gibt da noch gar keine epische. Na klar, hä? Wie denn? Die erste kriegt man doch bei 1750, da kann man doch Skelettarmee auswählen und Hexe. Ja, gut, du bist halt, ja gut, okay. Du hast halt den Pass geöffnet, wenn du schlau bist. Was geht ab? Ach, du meinst, so hätte man das dann machen können. Alter, du bist so schlau, Flobby. Ich versteh's trotzdem nicht. Ja, das war schon öfter dein Problem. Aber warte mal, ich hab Idee. Ich hab Idee. So Leute, 1000. Ja! Danke für 49. Puh. Danke, Mann. Oh, sorry. Wie gut? Skelettdrachen, können die was? Nee. Nein, es sind S. Hört man doch schon. Ein Skelettdrachen, der Typ aus dem Käfig. Das grade ich nochmal ab mit meinen Rares. Ich hab vergessen. Ich hab den will ich nicht. Level 10
In der 10er Level Truhe keine epische bekommen? Ach du meine Güte. Wollen wir stecken, wenn ich du wäre. Ach, weil ich sie auch schon wieder zu früh geöffnet habe. Ah, Musketieren wollte. Ah, ja! Ich habe die geöffnet, ein Game vor 1600. So dumm. Was mache ich denn jetzt, Big Spin, bei 1.6 dann? Öffne ich einfach, oder was? Junge, warum fragst du mich, was du tun musst dann? Ja, bin ich der Coach? Das ist so spielkompliziert alles. Das ist echt cringe, Floppy. Ja, aber es wirklich? Ist wirklich... Du kommst hier als Pro rein und hast gar keine Ahnung von dem Game. Null. Null. Und laberst nur Scheiße. Oh, ja. Ja, free to play spiel ich jetzt nicht. Ich bin so gut in dem Spiel, hä? Yo! Aber es ist krass, dass Sebo das so schnell rafft, das Spiel. Ja, und Floppy gar nicht. Sebo hat echt eine Anpassungsfähigkeit, das ist nice. Was für eine Anpassungsfähigkeit? Was ist Leute, hier? Fun Fact. Jetzt? Bereit? Ja. Ja. Der Strobel ist bei 550 Trophäen. Das ist ein ganz miesen Start erwischt. Herr Strobel, sag doch mal einen Ton. Kriegt er nicht hin. Der würdet sich gleich wieder ließen Zapf vor und ist wieder für 2 Stunden mute und denkt, er redet mit uns die ganze Zeit. Es gibt die erste Magietour und hoffentlich die allererste epische Karte in diesem Projekt. Also, es war ein Fehler von mir. Die erste legendäre Karte gibt es erst bei 3400 Trophäen. Das ganze Game wurde geändert. Es ist alles jetzt neu. Es ist übel geil, deswegen macht auf jeden Fall mit. Erstellt euch auch einen Account, macht mit bei dem Projekt. Und jetzt, bei 1600 Trophäen, gibt es das erste Mal die Möglichkeit, eine epische zu ziehen, denn ich bin in Pekkas Spielplatz. Und dort gibt es Pekka, Hexe, Baby Dragon, Skelettarmee, Guards und Koboldfass. Wir wollen unbedingt Hexe, aber wir würden sie auch gleich freischalten im Pass bei 1750. Das heißt, eigentlich wäre das Geilste sogar tatsächlich, wenn wir entweder Skelette oder Hexe ziehen, dann können wir gleich die andere im Battle Pass nehmen, oder ansonsten Baby Dragon oder Pekka ziehen. Guards und Koboldfass wären dickes F. Dickes F. So, ich würde sagen, wir öffnen die erste Truhe und bitte lass jetzt hier eine epische drin sein. Wenn nicht, dann heul ich. Oh, 7 ist schon gut. 7 ist gut. 7 ist gut. Halt euch bereit. 7 ist gut. Okay. Guards ist völlig okay. Guards. Wieder Häuse. Lakaien. Völlig nice. Okay. Ritter. Warte mal, jetzt müssen alle seltenen und danach alle gewöhnlichen kommen. Das sind doch nicht alle gewöhnlichen, oder? Ist es eine epische? Oder nicht? Ah, was ist das denn, Junge? Was, wieso denn? Hä? Wieso? Fast, ja. Wieso habe ich keine epische gezogen? Wieso ist da keine drin? Das ist ja mein Elm, glaube ich, der Loser. Ich war mir so sicher. Da war nichts drin, Big Spin, gar nichts. Wo habe ich seine Barbaren zerpflückt? Da kann man die gleich aufmachen, oder wie? Und jetzt kommt der Backdoor. Guckt und lernt. Ich weiß es nicht. Und die Wahrscheinlichkeit ist halt trotzdem höher, dass man dann eine bekommt, oder? Ihr müsst es lernen. Ehrlicherweise auch nicht. Es funktioniert nicht. Ich dachte, er ist Level 5. Lernt nicht, Abbruch. Der Pass ist ja schon fast am Ende, Alter. Das ist ja. Für was soll ich denn die blauen Joker benutzen? Okay. Ihr habt gesagt für Elite-Barbaren, aber es gibt Elite-Barbaren mittlerweile auf Common. Okay, Leute. Was wünschen wir uns jetzt? Es soll nur nicht Koboldfass und nicht Guards. Bitte. Spreiz die Daumen. Bitte wünscht mir Glück. Es dürfen nicht Guards und nicht Koboldfass werden. Alles andere wäre okay. Nicht Guards, nicht Koboldfass. Bitte. Ja, okay, wir gehen rein. Baby Dragon. Okay, es ist der Baby Dragon. Baby Dragon ist die allererste epische Karte. Oh ja? Mein Gott. Ich würde behaupten, es ist gut. Ist der gut? Ey, können wir nicht ganz viele Leute in den Clan einladen und die kaufen sich alle den Pass und dann haben wir so viel Gold? Hexe! Ja! Hexe, Junge, let's go. Das ist dann auch die Free-to-Play-Challenge. wir zahlen ja nicht. Mhm. Habe ich den zerpflückt. Ich habe ihn mit dem sogenannten Knicktrick auseinandergenommen. Oh, du kennst den Knicktrick. Das ist wild. Knicktrick. Von Floppy, den Knicktrick. Mhm. Klar. Klar. Ey, das war damals wirklich so geil, das Floppy. Floppy auf Gamergy. Floppy mit Golem. Im Knick. Ja!
Boah, und nochmal die auf Level 17, die Joker in Gold zu verwandeln? Weil danach kommt ja gestört viel noch. Geh jetzt, aber da ist wirklich Schluss bei Level 23. Weil es dauert noch zu lange bis 1600. Oh, eine Goldchest. Elektrobeiß. Nochmal Kobolde, verarscht ihr mich? Ich krieg in jeder Chest Kobolde. Ist ja ein Traum. Da ist wirklich Schluss, Leute, danach ist Schluss. Oh, Level 11. Es heißt Mana. Ja. Wie geil. Das ist auch so ein geiler Clip. Dürfte eigentlich existieren. War das gut nachgemacht, Big Spin? Also war das nicht dieser gut. Stream da im Hotel von euch irgendwie? Ja, 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 der war das, ja. Wow. Ein Pimmel. Gar nicht lustig, oder? Er lacht über Pimmel, Alter. Wie alt bist du? Nee, ich lache nur, wenn Chef Strobel oder Max Pimmel sein. Also, das ist wirklich die Härte, was ich jetzt schon wieder so hinbekomme. So geil, ja. Junge. Big Spin, was nehme ich mit? Ich habe die Walküre rausgenommen, weil die scheiße ist. Die Walküre ist eigentlich geil. Mini Level 15! Ey, Mika, was geht? Wir sind Level 15. Wir sind Level 15 damit. Die nächste Truhe wird geöffnet. Was kriegen wir jetzt hier? Mauerbrecher. Die Truhe war jetzt nicht so geil, um ehrlich zu sein, wie ich erwartet habe. So, wir haben jetzt den Battle Pass so weit geöffnet, wie wir es machen wollten. Wir sind jetzt bei der Joker-Truhe bzw. Champions-Truhe. Und da warten wir jetzt natürlich. Die Season geht noch 32 Tage. Wir wollen auf 5500 Pokale kommen, um dann irgendwann hier Champion rauszuziehen. Das heißt, Battle Pass jetzt erstmal Stopp. Das sind unsere Level. Ich bin sehr zufrieden. Gerade Hex Level 9 können wir jetzt schon Masteries fahren, was auch sehr, sehr geil ist. Das geht nämlich ab Level 9 bei einer Karte. Und ja, in der nächsten Episode werden wir dann versuchen, wieder in Richtung Magietour, beziehungsweise epische Truhe ist das, ja? Epische Truhe zu grinden. Und ja, schaut gerne vorbei beim nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann. Ciao.